Die Bürger in der Europäischen Union sind bis zum Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Begonnen haben gestern Niederländer und Briten. In Irland und Tschechien wird heute abgestimmt. In allen anderen EU-Ländern dann am Wochenende. Deswegen schauen wir heute im Tagesverlauf immer wieder darauf, wie Parteien und Gruppierungen ihren Wahlkampf bestritten haben. Sie alle treten mit Spitzenkandidaten an. Einige von ihnen stellen wir vor. Mit den Spitzenkandidaten soll die Europawahl bürgernäher werden. Für die CDU-CSU und deren europäische Parteienfamilie EVP ist es CSU-Mann Manfred Weber. Für die SPD und damit die europäischen Sozialisten geht der Niederländer Frans Timmermans ins Rennen. Für die europäischen Grünen die Deutsche Ska Keller und der Niederländer Bas Eickhout. Für die Partei Europäische Linke die Slowenin Violeta Tomic und der Belgier Nico Kühe. Die FDP setzt mit den europäischen Liberalen ALDE auf ein Spitzenteam. Mit dabei zum Beispiel EU-Wettbewerbskommissarin Vestager aus Dänemark und die Deutsche Nicola Beer. Die AfD gehört keiner Parteienfamilie an, die einen europäischen Spitzenkandidaten aufgestellt hat. Alle diese Männer und Frauen bewerben sich um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, also um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Er war 2014 als Spitzenkandidat der EVP ins Rennen gegangen und hatte danach eine Mehrheit im Parlament und im Europäischen Rat hinter sich. Das EU-Parlament darf den Kommissionspräsidenten wählen, allerdings nur auf Vorschlag der Staats- und Regierungschefs. Und die müssen nicht zwingend einen Spitzenkandidaten aufstellen. Die Idee, mit Spitzenkandidaten die Wahl persönlicher zu machen, ist vielleicht grundsätzlich gar nicht schlecht. Aber sie ist noch reichlich unausgegoren. Denn der Wahlsieger wird eben nicht automatisch Kommissionschef. Und der Spitzenkandidat der EVP, der CSU-Mann Weber, der war vielen Wählern vor der Wahl der relativ unbekannte Stefanie Staus in München. Hat sich das hierzulande mittlerweile geändert? Ja, es gibt eine ganz interessante Umfrage, die hat die Deutsche Presseagentur in Auftrag gegeben. Und da heißt es, das hat sie kürzlich gemacht, und da heißt es, dass 40% der Spitzenkandidaten, also der deutschen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, eigentlich bei den Befragten gar nicht bekannt waren. Und Katharina Barley von der SPD hat da die Liste angeführt mit über 40%. Dann folgte Jörg Meuthen, der Bundessprecher von der AfD. Und erst dann kam Manfred Weber. Da hieß es, jeder Dritte kennt den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber. Aber es ist natürlich auch so, dass gerade Bundespolitiker, so wie Katharina Barley oder auch Jörg Meuthen, der Bundessprecher der AfD, natürlich auch in den Medien viel präsenter sind. Europapolitiker sind da etwas weniger präsenter. Auf jeden Fall hat Manfred Weber versucht, sich bekannt zu machen in den letzten Monaten. Er hat eine Tour durch fast alle Staaten von Europa gemacht, war dort sehr präsent und war auch in den TV-Programmen und in den Medien präsent. Ob das dann aber am Ende nun gereicht hat, dass er wohl wirklich bekannter geworden ist. Und ob er eben genau dieses Malus einholen konnte, das wird sich zeigen. Wo hat Manfred Weber inhaltlich Schwerpunkte gesetzt? Ja, ein großes Schwerpunktthema war immer die Stabilität, die Abgrenzung von Nationalisten und Populisten. Und auch in der Sicherheitsfrage hat er gesagt, er wolle die Grenzschutzagentur Frontex aufstocken, also die europäischen Außengrenzen mehr sichern. Da gibt es diesen Satz, Härte nach außen zeigen und Hilfsbereitschaft nach innen. Er will die Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden. Es ging aber auch um Klimaschutz und einen europäischen Masterplan, eine Initiative in der Krebsforschung. Ja, Manfred Weber hat sich ja hier in diesem Wahlkampf auch immer als Brückenbauer präsentiert. Wie groß sind denn die Chancen von Manfred Weber auf den Job des neuen EU-Kommissionspräsidenten? Ja, da kommt es jetzt natürlich ganz drauf an, wie die Wahl ausgeht, wie stark die EVP wird und natürlich auch, wie stark die Sozialdemokraten werden. Sie haben ja auch einen sehr präsenten Kandidaten, Frans Timmermans. Und dann ist eben auch die Frage, ob eben auch der Spitzenkandidat auch gleichzeitig der Kandidat für den Posten des Kommissionspräsidenten wird. Da gibt es ja durchaus Stimmen, unter anderem von Macron und auch von Rutte, dass sie dieses Konstrukt eigentlich nicht
nicht haben wollen. Da wird man sehen eben auch, wie sich die Regierungschefs dann nach der Wahl einigen werden. Stefanie Strauß damit, vielen Dank nach München.